Guten Tag, liebe Leute. Jetzt kräht es ja aus allen Kanälen, aber auch sogar aus den Mainstream-Kanälen. Sorgen Sie bitte vor, kaufen Sie sich so viel Lebensmittel ein, dass Sie 2 Wochen davon zehren können, na und so weiter und so fort. Nebenbei, wenn wirklich nichts mehr geht, sprich wenn der Strom ausgefallen ist, dann fällt sehr viel aus. Eigentlich alles. Selbst das Handy. So. Und jetzt habe ich mir natürlich aufgrund eines Tipps eines Freundes habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und nach einem Funkgerät gesucht, was auch wirklich dann im Notfall zu gebrauchen ist. Das ist das Boafeng. Ich habe es mir gekauft. UV5R. Ich kann es euch verlinken. Also mir ist das Schnuppe. Ich habe davon nichts. Mir ist es egal. Ich kann es euch verlinken. Meins hatte in diesem Fall nicht funktioniert und so habe ich mir, weil das immer teurer wurde, ich habe es noch für ein paar 30 € gekriegt. Bin ich dann auf dieses ausgewichen. Das ist auch ein UV5 und zwar 5RTP. Guckt einfach nach und wenn ihr wissen wollt, wie das alles funktioniert, dann gebt einfach Boafeng UV5R ein oder Boafeng UV, das reicht schon. Und dann gibt es hier lauter solche Tipps und Videos. Alle sehr gut, kann man wirklich gucken, kann man sich die Zeit nehmen. Jetzt nicht hier gleich drauf reinfallen, sondern informiert euch vorher. Nebenbei, dieses Boafeng 5 Watt HT ist in Deutschland verboten. Das ist aber nur dieses spezielle eine. Das ist verboten, es ist aber nicht schlimm. Und noch was, wenn es wirklich so ernst ist, dass wir gar nichts mehr haben, dann haben die alle genug zu tun und dann darf man es auch im Notfall verwenden. Im Notfall, also wirklich in diesem Fall bei Stromausfall, dann ist es egal. Ansonsten ist das Gerät Amateurfunkern vorbehalten. Diese Prüfung kann man machen, aber das ist im Moment noch zu zeitaufwendig. Das würde man gar nicht schaffen, weil ja mittlerweile das noch diesen Winter passieren soll. So auch die Deutsche Welle zum Beispiel, die haben ganz dolle davor gewarnt und so weiter und so fort. Muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich werde euch noch ein Video verlinken und zwar das hier von dem. Das werde ich euch auch verlinken. Warum? Der hat, damit man nicht alles auswendig können muss, auf seiner Seite, also hier unten ist ein Link, hier, da stellt der seine Webseite vor und hier eine zum Downloaden, ich habe das schon mal gemacht, eine praktisch Schritt-für-Schritt-Anleitung, auf welche Knöpfe man drücken muss und wie man die Frequenz einstellt, weil im Notfall, wenn das Ding da liegt, ist genug Hektik und wenn man es nicht jeden Tag macht, vergisst man viele Sachen wieder. Also da kann man praktisch mit dieser Anleitung ganz einfach, ohne zu wissen, warum das so ist, ganz einfach dieses Ding in Betrieb nehmen und praktisch auch sich verbinden. So, das sei es mal dazu gewesen. Wie gesagt, die Links alle unten in der Videobeschreibung. Geht mal, wenn es geht, mit dem Computer da rein, dann habt ihr mehr, dann lässt sich das auch besser ausdrucken und so weiter und so fort. Aber notfalls könnt ihr es auch mal schon vorab mit dem Handy checken, was da alles möglich ist und wie man auf die Seiten kommt und wie man auf solche Sachen kommt. Hier praktisch, hier ist der Link zum Glück ganz frisch, aber wenn ich immer sage, dann geht doch in die Videobeschreibung, ja, dann ist das so eine Geschichte. Ich gehe mal hier ganz schnell drauf, dann ist das so eine, dann wissen die meisten Leute gar nicht, wie es ist, was man da machen soll. Und dazu mache ich jetzt hier zum Schluss noch einen ganz einfachen Link hin, Anleitung, wie komme ich mit dem Handy da in die Videobeschreibung. Das wird immer wieder gern angeguckt. Ich staune, wie wenig Leute das wissen, wie man mit dem Handy da reinkommt. So, na dann, ich wünsche euch gute Vorsorge. Ja, der Köhler, der alte Prepper oder sowas. Leute, sagt doch, was ihr wollt, ist mir doch egal. Die, die es wissen, die wissen auch, damit umzugehen und die wissen auch, solche Tipps zu schätzen. Ich wünsche euch was Schönes, also bis später. Ich habe jetzt beinahe noch was vergessen. Macht was. Aber macht's gut.